Hallo und willkommen zurück zu Tusemün. Hier wollte ich gar nicht rein. Also, wir spielen und weiter rennen direkt in eine Sequenz. Ey, schau mal, was wir hier haben. Holz! Eine ganze Menge Holz. Hier baut die Arche Noah. Die von Noah. Die nie existierte. Nee, das ist ein Haus. Ich wette, Sie haben die Klippen gesehen und gedacht, es wäre noch nicht gefährlich genug, solange keine Leute drauf wohnen. Also bauen wir jetzt noch extra Masse drauf. Das ist schlau. Ja, wenigstens ist das Haus nicht aus Stahlbeton. Denn das wäre noch viel schlaui klüger. Nick hat angerufen und mich hergebeten. Ich glaube, das ist auch eine alte Frau. So viele alte Stimmen. Ich habe dir eingelegte Oliven Die magst du am liebsten, stimmt's? Ich habe von River gehört. Wird sie wieder gesund? Ich habe sie den ganzen Tag mit eingelegten Oliven gefüttert. Tage, Wochen, Jahre, aber sie wird einfach nicht gesünder. Ihre Krankheit wurde erst spät festgestellt. Glücklicherweise ist sie behandelbar. Aber die Kosten für die Behandlung kosten ausgerechnet ein Haus. Wir können uns nicht leisten, das Haus fertig zu bauen, Isabelle. Oder Isabella. Wir können kaum die Behandlungskosten bezahlen. Wenn du nur nicht das ganze Geld für eingelegte Oliven ausgeben würdest. Ich bin froh, dass man ihr helfen kann, aber du kannst dir nicht vorstellen, wie viel dieser Ort dir bedeutet. Es würde das Herz brechen. Isabelle. Isabelle. Bell. Wie aus die Schöne und das Biest. Isabelle, so. Ich würde gerne helfen, aber Ted und ich können uns seit dem Finanzcrash selbst nur knapp über Wasser halten. Was wirst du nun tun? We must do something! Ich würde dir sagen, dass wir es schaffen können. Dass wir uns beides leisten können. Oh, ich bin ja so ein guter Lügner. Ich möchte nicht, dass sie eine Dummheit begeht. Du solltest sie nicht anlügen. Du verstehst nicht, Isabelle. Wenn sie die Wahrheit herausfindet, bin ich mir nicht sicher, was sie wählen würde. SPD oder CDU. Es gibt nur eine einzige Wahl. Na und? Wenn sie entscheidet, dass ihr dieser Ort mehr bedeutet als ihr eigenes Leben, dann soll es eben so sein. Boah! Es geht darum, was sie wirklich will. Ihr Neurotypischen meint immer, ihr wüsstet, was das Beste für andere ist. Das mag ich nicht. Tja, und ich hasse es, wenn du mich so nennst, Izzy. I am a man! Glaubst du denn, es geht nur um sie? Also, he is a man, not a neurofitness. Was ist mit mir, Isabel? Nach all den Jahren darf ich da nicht auch mal an mich denken. Ich will! Ich möchte nicht allein sein, Isabel. Ich möchte nicht, dass jemand dieses Spiel durch seine Kommentare ruiniert. Ich werde sie nicht sterben lassen. Das ist anmaßend. Ist mir egal. Ich mach, was ich will. Wo willst du hin? Ich werde etwas von der Klippe mitbringen. Das wird sie ein wenig trösten. Was du vorhast, wird mir davon nicht besser. Boah! Nick wollte, dass ich dir das gebe. Ach, ich dachte, ich hätte gerade was umgekickt. Der hat hier nur was hingelegt. Ich dachte, die hat sein Werkzeug umgekippt. So, ich zeig dir jetzt mal, was ich von dir denke. Snack! Ihr sagt, dass du dies heißt, everything's alright. Alles ist in Ordnung. Gar nichts ist in Ordnung, so ein beschissenes Lied. Es ist ja bescheuert. Nenn es lieber Hölle auf Erden. Bewegung. Okay. Dann schauen wir uns jetzt mal hier so ein bisschen um. Und wahrscheinlich ist das Wichtigste diese Music Box oder was auch immer das ist. Das könnte auch eins dieser Gitter von den Bienen sein. Schon wieder eingelegte Oliven. Ne, ihr wisst schon, ne? Diese
Waben, die man da in Bienenhäuser reingibt. Damit mehr Honig produziert werden kann. Gehen wir mal ins Haus. Das ist auch nicht schlecht. So, dann vielleicht noch der Hammer. Ich der Hammer hier. Nee, oder auch nicht. Ein Seil, ein anderer Hammer? Nee, ich habe irgendwo anders ein Seil gesehen, also wird es das nicht sein. Irgendwelche Unikatenobjekte, wie zum Beispiel, naja, die Blumen kommen wir nicht vorbei. Ein Auto, durch das wir durchlaufen können. Ein Geisterauto. Das sieht verdächtig aus. Nee, völlig unverdächtige Blumen. Also sehr verdächtige Blumen, aber ganz normale Blumen. Der Hammer vielleicht? Nee, das ist nicht der Hammer. Zwei Dinge fehlen noch. Und ein paar weitere Informationen mitzunehmen wäre auch nicht verkehrt. Ein bisschen schneller laufen wäre auch nicht verkehrt. Ups. Move faster, Pokey. Move faster. Move faster. Move faster. Ich denke, es bringt nichts, wenn wir weglaufen. Ich ertrag das nicht mehr. Lass uns hier weglaufen. Hier unten ist so viel Platz, aber irgendwie ist hier nichts. Na gut. Irgendwie auch nichts. Really? Why? Hier kann man lang gehen, ne? Gut, ich wollte dich... Nee, kann man nicht. Alles blockiert. Toll, jetzt müssen wir den ganzen Weg zurück. Und wem haben wir das wieder zu verdanken? Mir. Nur weil ich diesen Umweg gehen wollte, um die Gegend zu erkunden. Aber nein. Wieso designt man so etwas dann? Folgen wir John. John hat wieder meinen Pudding gegessen. Und genau das werden wir jetzt mal untersuchen. Johnny hat in meinem Bettchen geschlafen. Der hieß gar nicht Johnny. Obwohl doch, er wollte ja Johnny genannt werden. Den Spitznamen habe ich ihm jetzt nur aus Affekt gegeben. Aus Konfekt? Tja. Das war's. Boring. Nee, hier muss doch irgendwas sein. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Okay, dann eben nicht. Kann man hier reingehen? Ach nee, das sah wieder aus wie so ein Flurboden. Wegen der Beleuchtung, weil das Licht so von unten kommt und normalerweise kommt der Licht ja von oben. Na dann, versagen wir mal wieder ein bisschen. Zerstören! Brichschild! Also dann. Also, die Oliven müssen sichtbar sein. Mit idealerweise 3 Zügen. Wie gesagt, ich bin nicht sonderlich gut darin. Falls das noch nicht so ankam. Also irgendwas hier. Dann vermutlich irgendwas hier. Oder? Nee, hier mehr so. Mehr so hier, ne? Moment. So. So. Und so. Ich bin doch besser, als ich dachte. Manchmal unterschätze ich meine eigene Kraft. Notiz: eingelegte Oliven erhalten. Ja. Hat eigentlich jemand das Auto gesehen? Was ist mit diesen Oliven? Curse you, Olives! Curse you! Oh, super, ne Bar! Ich hätte gern Bier und dann noch eins! Also zieht ihr die Sache wirklich durch, Yep, die Bauarbeiten starten bereits in wenigen Monaten. War nicht ganz einfach, wir mussten Ratenzahlungen vereinbaren. Aber jetzt, wo die Finanzierung steht, wird es schon klappen. Wie wundervoll, euer eigenes Traumhaus und dann noch an diesem schönen Fleckchen Erde. Oh, oben an den Klippen, wo es überhaupt nicht gefährlich ist.
Ihr habt euch an dem Leuchtturm nicht weit von dort das Jawort gegeben, stimmt's? Oh, wie romantisch. Ja, aber das ist es nicht allein. Wir und dieser Ort, das geht schon ganz lange zurück. Du hast was mit dem Leuchtturm, du Schwein! Ja, es ist schön, dass wir uns auch mal etwas Erfreuliches zu erzählen haben. Völlig verlesen. Lass uns anstoßen. Auf euch beide. Genau, auf uns. Lasst uns mit den Köpfen anstoßen. In einem Wrestling-Match. Battle Royale. Wenn ihr meint, dass ich das heute ganz besonders nicht ernst nehme, ja, das passiert immer so meist nach einer Stunde Spielzeit bei mir. Bin gleich wieder da, ich brauche etwas frische Luft. Ich komme mit dir. Ah, Frauen! Immer gemeinsam auf Toilette. Oder an die frische Luft. Ah, jetzt lästern wir über die beiden Männer. Aber kein Mann weiß wirklich, was Frauen gemeinsam bereden. Reden sie über die Männer? Oder reden sie einfach nur darüber, wie scheiße die beiden sind? Was immer noch bedeutet, dass sie über die beiden reden würden. Oder reden sie über irgendwas völlig anderes, wie zum Beispiel Schuhe? Weiß man's? Der Mann weiß es nicht. Tja, mein Freund, ist schon wieder ganz schön lange her. Aber was Männer zu bereden haben, das sehen wir jetzt. Nämlich nicht über die Personen, die nicht im Raum sind. Denn Männer lästern nicht. Männer schlagen einfach nur andere Typen windelweich. Nee. Wohl wahr, wer hätte gedacht, dass die paar Kilometer mal zu einer solchen Höhle werden würden. Diese River, immer noch so still, was? Sie ist eigentlich ganz gesprächig daheim. Und wenn sie mit dieser Welt zusammen ist... Ich denke, sie ist einfach nicht gewöhnt, dass du dabei bist. Ich glaube, ihr habt was gemeinsam. Ich schlag dich windelweich. Jetzt bin ich mal der böse Junge, was? Was ist für ein Geräusch? Holt die Frauen rein! Aliens greifen an! Hey, also, hast du River jetzt diese eine Sache erzählt von früher? Ja. Hier sind überall Geister. Ray hat sie es aufgenommen. Insgesamt ganz gut. Warum betonen wir so merkwürdig gruselig? Wegen der Ambienz. Aber eine Sache gibt es, die mir noch zu schaffen macht. Wie werde ich dieses blutige Messer wieder los? Seit diesem Vorfall bastelt sie andauernd diese seltsamen Hasen aus Papier. Origami-Hasen? Ja, viele. Jede Menge. Ich habe früher auch mal Origami-Tiere gemacht für meine Tochter, als sie noch klein war. Oder hatte ich meine Tochter gefaltet? Ich weiß es nicht mehr. Was ist daran so schlimm? Ich glaube nicht, dass man das vergleichen kann. Sie macht nichts anderes, als diese Hasen zu basteln. Tag ein, Tag aus. Unser Haus ist inzwischen voll mit den Dingern, bis oben hin. Sagt Isabel nicht, dass so etwas bei Menschen wie River nichts Ungewöhnliches ist? Ich glaube, sie hat irgendeine psychische Störung. Und was ich vermute mal, dass wir auf, also dass hier John, auf eine bestimmte Person ja aufpassen soll. Und ich glaube, diese Person bildet sie sich nur ein. Wie die Person jetzt hieß, weiß ich nicht mehr. Schon, aber diesmal habe ich ein ungutes Gefühl. Wenn ich sie darauf anspreche, antwortet sie mir nie. Stattdessen, oder diese Person, auf die wir aufpassen sollen, ist der bunte Hase, der Origami-Hase. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall keine echte Person, denke ich. Stattdessen bekommt sie diesen abwesenden Blick, fast als würde sie irgendwas von mir wollen. Und das Seltsame ist, ich habe das Gefühl, dass da wirklich etwas ist, das ich hier schuldig bin. Vielleicht sollte ich mal in Silent Hill nach Antworten suchen. Hast du mal Isabel gefragt? Ja, sie sagt, dass sie mit ihr gesprochen hat, aber auch nichts aus ihr rauskriegen konnte. Sie hat so lange gedrückt und gedrückt, aber das Einzige, was rauskam, war Blut und Spucke. Tja, ich bin mir nicht sicher, der Tja, ich bin sicher nicht der Fachmann hier, aber ich kann dir eins sagen. Ich kenne dich seit der Mittelstufe und du hattest schon immer den Hang, dir alles um einen Kopf zu machen. Du bildest dir wahrscheinlich etwas ein. Mach dir nicht zu viele Gedanken. 10.000 Origami-Hasen zu basteln ist ganz normal. Wenn jemand so einen Rat gibt, liegt meist tatsächlich irgendwas im Argen. Aber gut, ich habe keine... Jetzt hätte ich fast das Gegenteil gesagt. Aber gut, ich habe Zweifel. Keine Gewissheit. Wahrscheinlich hast du recht. Wahrscheinlich. Ich habe immer recht, John. Immer. Was ist mit der Ambiente? Was ist hier nur los? Ojo, was war das? Habt ihr das auch gesehen? Keine Ahnung. Sagt einfach, ihr habt nichts gesehen.
Mein Haus hat mein Haus kaputt gemacht. Was war das? Einfach durchgerannt. Ein Flugzeug. Die Besitzurkunde aus der Kiste nehmen? Ja. Die Kiste irgendwann nochmal benutzen? Nein. Ja, du kannst da die Besitzurkunde reintun. Warum? Damit sie jemand klaut. So. Gestern. Spiel einfach, ne? Spiel das Spiel.